DFB-Präsident Reinhard Grindel begrüßt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin zum Manipulationsverdacht beim Regionalligaspiel zwischen dem SV Babelsberg und Germania Halberstadt. Er habe seinerzeit als Bundestagsabgeordneter dafür gesorgt, dass Spielmanipulationen Straftatbestand werden, sagte Grindel der deutschen Presseagentur bei einer Veranstaltung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen FLVW im Sportzentrum Kaiserau. Das heißt, die Möglichkeiten hier zu ermitteln, sind ausgeweitet, und das begrüße ich in jedem Fall. Er kenne die Berichte aus den Medien, sagte der 57-Jährige, der von 2002 bis 2016 Mitglied des Deutschen Bundestags war. Grindel verwies darüber hinaus auf die Gewaltenteilung im DFB und den Regionalverbänden. Das ist jetzt Sache der Sportgerichtsbarkeit im Nordostdeutschen Fußballverband. Der NOFV untersucht den Fall bereits. Die Partie der vierten Liga zwischen Babelsberg und Halberstadt 3:1 vom 19. November steht seit gut drei Monaten unter dem Verdacht einer unerlaubten Einflussnahme. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin führt deswegen ein Verfahren wegen des Verdachts auf Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe.